Ich bin Neoblade. Terraner ist die Aufgabe. Katastionzu ist das neue Map Pool. Der Karte habe ich schon ganz viel Proximist abbekommen. Deswegen muss ich gleich mal meine Base scouten. Und auch diese Position, wo ich jetzt mit der Maus drauf zeige. Und natürlich gehen wir sofort scouten. Mal verhauen wir die BO nicht. Da ist eine Rex. Das ist ein Gas, okay. Dann bedeutet das, könnte ein Reaper Opening werden. Das heißt, wir brauchen den Zealot, den Stalker doch, bevor wir bauen zuerst den Stalker. Ich glaube, den fangen wir jetzt mal. So, gehen wir damit direkt raus. Vergesse wieder die Chronoboost auf meinen Core. Mist, ich muss einmal zu Hause reinwarpen. Das ist nicht so gut. Research complete.
Müssen wir auf den zweiten Warp in warten, aber ist alles super spät. Scheiße. Okay, baue ich eine Echse. Also das Spiel ist nicht gut. Ich bin heute doch einfach zu müde. Stalker nach hinten. Hier reinwarpen. War dann doch sehr straight. Hat also ein Tech-Build gespielt. Also bei mir waren die Timex alle kaputt. Ich habe irgendwie eine Probe zurückgeholt, die da bauen sollte. Ich guck mal in seine Vision. SCV ready. SCV ready. SCV ready. SCV ready. Ich glaube, das Fangen des SCVs hätte ich mir sparen können. Die Leute reagieren eh nicht auf die Bilder oder vielleicht, wobei, okay, wenn er jetzt oben hier Bunker gehabt hätte. Warum hat er das Gebäude einmal abgebrochen? Gott, wenigstens habe ich den SCV bekommen. Ah, das hat er ganz gut gemacht. Hat sogar die Proxy-Pylons abgescoutet. Da hatte ich sogar dann ein bisschen Glück, dass ich sie erst gebaut habe, als er fertig war mit Scouten. Und da ist mein Vorgeld schon am Laufen. Da jetzt ein bisschen stehen bleiben hier, auf dem Depot. Damit ich hier immer wieder reinkomme. So, jetzt ganz klar hier der Tank ist wichtig. So, jetzt hat er kein Income mehr. Und dann war's das. Meine Ex ist auch früher fertig. Und alles ist gut. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Spiel.